Heute geht es um die Pendlerpauschale. Ja, und eine gute Botschaft, denn die Pendlerpauschale steigt ja ab diesem Jahr. Jetzt müssen wir kurz fragen, warum sie eigentlich steigt. Warum haben wir das so beschlossen? Und deshalb müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar auf das Thema Klima. Denn wir wissen, die Erde erwärmt sich, das ist sehr gefährlich für die Menschheit. Deshalb müssen wir uns da unbedingt kümmern. Und eine Ursache, warum sich die Erde erwärmt bzw. die Atmosphäre aufheizt, hängt mit dem CO2 zusammen, mit dem Kohlendioxid, das dadurch entsteht, dass man Öl verbrennt, dass man Kohle verbrennt oder Gas verbrennt. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wir diese fossilen Energieträger, wie wir sagen, nicht mehr so stark verbrennen wie bisher. Und deshalb gab es den Gedanken, für jede Tonne CO2, die jemand in die Luft bläst, einen Preis zu erheben. Das ist inzwischen auch passiert. Zwar ist es so, dass wir ab dem Jahr 2021 pro Tonne CO2 25 Euro nehmen, dass wir bis zum Jahr 2025 dann 55 Euro nehmen. Ja, jetzt gab es Leute, die haben gesagt, das müssten eigentlich 180 Euro sein. Aber da hätten wir eine Grenze erreicht, wo klar ist, es können sich überhaupt nur noch ganz, ganz reiche Leute dann zum Beispiel eine Heizung leisten oder leisten, mit dem Auto zu fahren. Das war nicht die Idee. Deshalb haben wir uns für eine moderate Bepreisung dieser CO2-Emissionen entschieden. Und das ist auch passiert. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn jemand auf sein Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen? Die Antwort ist einfach, für ihn verteuert sich die Fahrt zur Arbeit. Das können sich auch wieder Leute, die viel Einkommen haben, hohes Einkommen haben, gut leisten. Leute, die ein geringeres Einkommen haben, geraten dann in Probleme. Natürlich kann man auf den ÖPNV ausweichen, sofern er vorhanden ist. Wir wissen, in vielen ländlichen Gebieten ist das nicht der Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, wenn ich mein Auto nehmen muss, um zur Arbeit zu kommen, habe ich ein Problem mit den gestiegenen Preisen. Und durch das durch die CO2-Entwicklung gerade beschrieben und die Bepreisung werden natürlich die Benzinpreise auch teurer. Und das kreuzt sich jetzt gerade mit einer zusätzlichen Preisentwicklung durch den internationalen Markt. Wir haben schon mal über Inflation geredet, jedenfalls steigen im Moment die Benzinpreise. Und jetzt merkt man, wie klug es war, dass wir im Zuge der Überlegungen rund um die CO2-Bepreisung auch die Pendlerpauschale anheben. Und zwar insbesondere für Fernpendler. Und das bedeutet, dass wir zu dem normalen 30 Cent Satz, den man pro Entfernungskilometer zur Arbeit bekommt, dass man diese Pendlerpauschale angehoben hat. Also haben SPD beantragt, CDU, CSU haben das mit beschlossen in der Großen Koalition, sodass jetzt ab dem 21. Kilometer 35 Cent erstattet werden, bezogen auf die Jahre 21, 22 und 23. Und dann nochmal für die Jahre 24, 25, 26 diese Pendlerpauschale auf 38 Cent angehoben werden. Nun ist es so, dass diese Pendlerpauschale ja nicht im eigentlichen Sinne eine Gelderstattung ist, sondern ich kann die Kosten, die dadurch entstehen, von meinem Einkommen abziehen und muss dann auf diesen Teil keine Steuern bezahlen. Also schon ein erklecklicher Betrag, der da im Jahr zustande kommt und ist eine ganz gute Möglichkeit, um die Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, dort etwas zu entlasten. Und wer sich natürlich noch besser verhalten will, der fährt mit dem ÖPNV, sofern es möglich ist. Und dann gibt es natürlich das Phänomen, dass Leute, die gar keine Steuern bezahlen, von dieser Pendlerpauschale auch nichts haben, denn deren Einkommen ist ja schon so niedrig, dass sie keine Steuern bezahlen, also können sie durch die Pendlerpauschale auch nichts sparen. Für diese Menschen, das sind doch einige Millionen, ist eine Mobilitätsprämie eingeführt, die auch diese Menschen etwas entlastet und ihnen eine Erstattung für den gefahrenen Weg zur Arbeit ermöglicht. Und das ist insgesamt eine ganz gute Sache, um einerseits moderate Anhebung der CO2-Preise zu beschließen, damit wir das Klima in den Griff bekommen, und andererseits den Leuten, die den Kosten zum Arbeitsweg nicht ausweichen können, doch so zu helfen, dass sie zurechtkommen können zur Arbeit. Denn das ist klar, wenn die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen können, dann würden sie auch diese Modelle nicht mittragen, das Klima zu schützen. Denn das ist klar, ohne Arbeit können die Familien nicht zurechtkommen. Und deshalb ist es hier ein sehr ausgewogenes Modell zwischen den sozialen Belangen der Arbeit, dem Leben in der Familie und den ökologischen Zielen, Schutz der Atmosphäre und des Klimas.